Bleibe dann. Bleibe dran. Nie dawaj mu miejsca. Gib ihm keinen Platz. Das ist eine gute Arbeit. Gib ihm keinen Platz. Die Worte von Andrzej Dmytruk, seit vielen, vielen Jahren im Boxen in Polen an verantwortlicher Stelle. Uli Wegner kennt ihn exzellent. Er war früher bei vielen Turnieren, Chemiepokal, TSC-Boxturnier oder bei den großen Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen jeweils in der anderen Ecke. Der eine für Polen, der andere für Deutschland. Später hat er dann, da werden ihn vielleicht einige von kennen von diesen Kämpfen, Adamek betreut. Glaubt, einen Spezialplan entworfen zu haben für seinen Schützling. Ich habe es ja in der zweiten Runde schon gesagt, in der Halbdistanz ist er eigentlich stärker. Aber so richtig kommt er da nicht zur Entfaltung bislang. Schön kurz trocken noch mal zur Milz von Abraham, auch wenn nicht der richtige Druck hinter war. Vieles, was von Wilczewski kommt, geht auf die Deckung. Und ich sage mal, in der Ecke von Uli Wegner werden sie auch nicht so überrascht darüber sein, denn die hatten ja Wilczewski auch für 3 Wochen zum Sparring, zur Vorbereitung von Eduard Gutknecht auf den Oselkow-Kampf in Deutschland. Das ist nicht ungewöhnlich im Boxen, das haben andere, die höhere Wein immer noch innehaben, wie die Klitschko-Brüder auch oft gemacht, dass sie ihre Sparringspartner dann jeweils auch später, wenn sie das Format hatten, zu großen Duellen im Ring. Sehr schön, ganz kurz und trocken. Vorher fehlte noch ein Stück an der Genauigkeit, an der Distanz. Arthur Abraham trifft besser. Und wenn der Kampf so weiterläuft, und es gibt im Moment gar keine Indizien dafür, dass Wilczewski das hier schnell und wirkungsvoll ändern könnte, dann schließe ich mich gern der Prognose von Henry Maske an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei zunehmender Kampfdauer diese Schwinger und irgendwelche Werte noch im Ziel sein. Beim Herausforderer aus Polen ohne Wirkung bleiben. Mit dem sollte er sich nicht anlegen. Er war zweimal spanischer Schwergewichtsmeister. Manuel Marichila, Kollege von uns, kommentiert fürs baskische Fernsehen und Radio. Ebenfalls Profiboxen heute überraschenderweise nicht, denn heute ist er in einem bislang weitgehend fairen Kampf hier der Ringrichter. Schläge, die da vorbei zwischen, das kostet richtig Kraft, das ist ja dann mit viel Druck geschlagen, und wenn das vorbei geht, dann musst du wirklich immer die Arme erst wieder ausschütteln. Es fehlt noch ein bisschen Genauigkeit, aber diese linke Hand am Ende der Aktion, die war wiederum drin, das quittiert auch Wilczewski mit einem kleinen Kopfnicken, der bislang noch keine Runde gewonnen hat, auch diese nicht. Das ist der Papa. Das ist Gregor, daneben der Bruder. Alexander haben wir auch in einigen Veranstaltungen gesehen. Mittlerweile boxt er nicht mehr. Ach, scheiße. Box doch hier locker die Führungshand. Brauchst du gar nicht lang, mit langen Haken zu haben. Box doch locker die Führungshand. Das ist ein Körper. Und dann ein, zwei ganz locker, einfach boxen. Doch nicht kompliziert. Ja, das ist doch. Hör mal auf. Wenn du das richtig vorbereitest, haust du den weg. Aber du haust ihn mit Absicht in der Luft. Ja? Führung sei ganz locker. 1, 2, wieder. Dann und dann auf und runter. Der hat ja keine Chance. Komm her nochmal. Weißt du das? Also, hör mal zu jetzt. Der hat doch gar keine Chance. Boxer locker deine Führung sein. Keine Haken. Komm ab. Ja. Klar? Gut. Das habe ich vorhin gesagt, der Komiker sitzt unten am Ring. Der richtige Boxkomiker ist oben in der Ecke zugange. Uli Wegner in seinem Metier hat die Ringpausen, ein Markenzeichen unserer ARD-Boxübertragung, zu einem Highlight gemacht. Das war wieder eine dieser Sternstunden, wo einen sicherlich nicht auf allerhöchstem Niveau befindlichen Kampf, da werden Sie mir recht geben, das liegt auch an den nicht gerade ausgeprägten Fähigkeiten von Wilczewski hier, mit diesem kleinen Bonbon noch mal bereichert hat. Also jetzt schauen wir mal, ob Arthur Abraham jetzt anders einsteigt. Es fehlte natürlich, und das habe ich auch in den vorhergehenden Runden bemängelt, so ein bisschen die Genauigkeit bei einigen Aktionen. Aber wo soll die Sicherheit auch so schnell herkommen? Es waren natürlich
einige Sparrings bei, wo sie auch wieder den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, Mensch, Arthur, er ist ja ohnehin kein Trainingsweltmeister. Ähnelter Helenius und Povetkin und anderen, die sie im Sauerlandstall haben. Aber er kann natürlich im Ring explodieren, wie kaum ein anderer. Er hat eine große Schlagkraft und wenn die ihr Ziel findet, dann wird es schwer für Wilczewski, hier über 12 Runden zu kommen. Sehr schön, der Aufwärtshaken kurz drin. Aber Wilczewski hat ein gut getestetes Kinn. Also so ganz schnell geht er nicht runter, hat nur einmal durch Knockout verloren. Er ist da voll erwischt worden. Ist ja ansonsten eher einer dieser Materialboxer, die, ich hab's gesagt, in der Halbdistanz stehen, auch immer wieder viele, viele Schläge kassieren. Das mag gegen einen Asikainen funktioniert haben, der seinen Europameistertitel in Finnland in der Hartwall Arena boxen gegen ihn verlor. Aber gegen Abraham kann ich mir das nicht vorstellen, weil Asikainen zu diesem Zeitpunkt schon richtig durch war, wie die Boxer sagen, also mit seinen Fähigkeiten nicht mehr auf dem Zenit stand. Sie haben es gerade in diesen Aktionen gesehen. Jetzt stieg Arthur Abraham schon deutlich engagierter ein. Er wollte eben mehr. Boxer haben es Arthur Abraham schwer gemacht. Wilczewski kam jetzt gerade nicht weg und das hat er bitter gebüßt mit einem schweren Wirkungstreffer. Die bislang klarste Runde für Arthur Abraham. Wilczewski mehr und mehr unter in Not, Henry Maske, und wir bleiben dabei. 12 Runden sehen wir heute nicht. Nein, also Wilczewski hat sehr viel vorsichtiger angefangen und aus gutem Grund. Wir sehen gleich in der zweiten Runde so zwei Aktionen. Das sind wenige, aber Andeutungen. Hier die Hand, wie sie rüberrutscht, die Schlaghand. Das ist nur ein Wischer. Aber da ist die große Gefahr. Und wir erinnern uns, wie genau mit solchen Händen Arthur dann den Gegner erschütterte. Ja, hier eine zweite Aktion, ebenfalls aus der Runde. Danach kam er nicht mehr zu solchen klaren Aktionen, aber das sind sie genau. Hier sieht man Wilczewski sehr vorsichtig. Das ist gar nicht seine Art. Gibt sogar den Raum frei. Ja, das sehen wir bei ihm sonst überhaupt nicht, immer am Mann. Das ist natürlich die Situation, die für Arthur nicht so liegt. Arthur möchte jemanden, der selbst vor ihm steht, der Druck macht, der die Distanz herstellt und er nur noch schlägt. Aber ich bin sicher, in den nächsten Runden wird er seine Chance auch bekommen und nutzen. Danke, Henry Maske. Und deutlicher die Hinweise vom verantwortlichen Trainer, von Uli Wegner. Einsteigen gegen einen jetzt mittlerweile hier oft überforderten Wilczewski, der sich kaum noch hinter seiner Deckung verschanzen kann. Das ist jetzt so ein bisschen wie wenn der Stürmer sich den Ball zum Elfmeter hinlegt. Arthur Abraham guckt sich die Ecke aus. Und Wilczewski kann ihn nicht ernsthaft erschüttern mit seinen Schlägen. Indiz dafür auch die Tatsache, dass Arthur Abraham jetzt schon sehr offen boxt, die Deckung unten lässt. Er spürt natürlich, dass ein K.O. kommt. Wer sollte das eher und besser spüren als er, der da oben im Ring steht? Wilczewski atmet jetzt schon schwerer, die Aktionen werden langsamer und auch die Hände nicht mehr ganz so hart.
Die war nicht schlecht, die linke hier zum Kopf nochmal. Das ist das, was Henry Maskow gerade in der Ringpause noch mal angesprochen hat. Eine typische Wilczewski-Kampfsituation. Fuß an Fuß stehend, aber jetzt getroffen in diesem Schlaghagel und gerade noch mit Glück weggekommen. Sonst wäre an der Kinnspitze erwischt worden. Bemängelt, dass einer da der Schläge in den Rücken hineingegangen ist. Aber das ist beim Boxen manchmal auch schwer zu vermeiden. Und die ganz große Genauigkeit ist bei Arthur Abraham auch nicht immer da gewesen. Haben Sie dieses Einsteigen beispielsweise gerade gesehen, jetzt hier in der sechsten Runde, Deckung unten, die Hände weit nach hinten genommen, den Schlag sozusagen schon telegrafiert und trotzdem hätte sich Wilczewski fast noch überrollen lassen. Das ist im Moment natürlich noch nicht das, was andere in diesem Limit, die Weltmeister wie Ward oder Bouty, der jetzt demnächst gegen Fortune Nottingham boxt, denn Ende Mai zu leisten imstande sind. Bessere Aktion, wieder klare, harte Hand von Arthur Abraham. Also, an der Runde.